Unter der Folge. So. Wer aufmerksam die Uhrzeit verfolgt, wird sehen, dass ich gerade direkt nach der Sekunde wieder in der Zug gestartet habe. 100 GZD, da, Villa. Was gucke ich eigentlich gerade? Stimmt doch alles. Was mache ich hier? So. Ach, übrigens. Etwas, was bei Linux ganz gut ist, wie ihr hier seht, habe ich extra für die Aufnahme, also für die Aufnahmesession, also für die ganze Kacke, die ich jetzt hier gerade mache, mit online und so, extra ein virtuelles Home-Verzeichnis, das hier, in meinem Home-Verzeichnis, das hier erstellt. Das heißt also, ich kann, ist ja auch egal. Ich habe praktisch eine eigene Home-Umgebung. Heißt also, die Einstellungen, die ich hier mache, sind unabhängig von den Einstellungen, die ich sonst in GZ privat nutze. Genauso wie ihr hier auch nur die Sachen seht, die im Livestream erstellt wurden. Livestream? Die im Let's Play erstellt wurden. Nice. Noch ein Vorteil, dass ich auf Linux das Ganze mache. So, da geht's hin. Da geht's nicht hin. Ich bin weg. Sogar meine Waffe verschwindet einfach. Bup, bup, bup. Na gut. Hier sind auch wieder zwei. Den muss ich jetzt nur einmal schlagen. Oha. Die sieht da gedamaged aus. Gab's die denn? Das Level sieht nicht vertraut aus. Gab's den anderen auch nicht. Na gut. Aha. Ja, wir kommen runter. Bäh. Bäh. Vielleicht soll ich hier gar nicht runter? Obwohl, Quatsch. Was habe ich denn? Das ist doch ein Raum. Und Feinde. Du kommst gleich, ich bin immer wieder erstaunt, wie stark diese Pistole eigentlich ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich in ein Zimmer reinrenne, ohne es zu sichern. Oh, sehr gut. Das war jetzt Verschwendung. Wird noch eins. Auch noch eins. Fancy, oh, da! Ich wollte ein Secret und kein Mischtegen bewegen. Oh! Schau mal an. Und wieder eins. Gut. Verschlossene Türen gehen mir sowas von am, auf dem am Arsch vorbei. Ich wollte eigentlich, dass sich das Gitter hier öffnet. Ja gut. Da können wir nicht rein. Also muss ich da durch. Ist ja jetzt hier falsch. Ach, hier ist ein Knopf. Lag mir das noch einer. Oh. Ah. Okay. Ich sehe schon, wie viele Rüstung ist. Hier, dieses. Lach schon. Meine Rüstung. Und die ist gerade aufgebraucht worden. Gut. Dann würde ich mal sagen. Oh Scheiße, Alter. Leck mich doch am Leckomium. Muss ich doch halten? Warum kommen die zurück? Perfekt. Ist da sonst keiner mehr? Na gut. Komm, geh zu, damit ich einen Safe Room habe. Dankeschön. Und jetzt einmal speichern. Perfekt. Perfekt. Und speichern. Ach Scheiße. Schön verkackt. Was ist denn hier? Ach du Kacke. Warum spawnen wir Monster? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Oh! Ach du Kacke. Nein, nein, das könnt ihr mal schön lassen. Ach Scheiße. Scheiße. Was zum Fick? Bitte. Ah!
Ach du Kacke, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hallo? Ach, Puh ist wieder zu. Digga, was war denn das? Ihr wollt euch doch alle verarschen. Ich geh mal. Dadurch, dass sie die Tür aufbekommen, das ist kein wirklicher Safe-Room. Egal, ich verstehe trotzdem. Ich traue mich nicht, aber die Tür aufzumachen. Hallo. Oh, ich habe noch 11% Leben. Ich sollte die Tür einfach verschlossen lassen. Ich sollte sie einfach verschlossen lassen. Ah, okay, das macht Sinn. Weniger Sinn macht, dass ich jetzt absolut kein Leben mehr habe. Kann ich noch weiter? Blablabla. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Keine Ahnung. So, okay. Safe Room gesaved. Dann speichert mal. Und geh nach oben. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hilfe. Okay, so. Hilfe. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was macht ihr hier eigentlich? Upsi. Wo komme ich hier hin? Komm wieder raus. Was? Was war das? Einfach. Leute, reißt euch doch mal am Riemen. Ich merke gerade, dass ich tot bin. Okay, stopp mal, halt. Halt, geh wieder zu. Du gehst jetzt wieder zu. Bitte geh zu. Komm schon, geh zu. Jetzt muss ich überlegen. Also, haben wir irgendeine Möglichkeit, da hochzugehen? Ach, ich bin doch bescheuert. Tada. So. Nein, ich wollte nur. Was ich will, ist Leben, du. Geht doch. So, perfekt. Jetzt kommt halt die Hände, weil der Schack ist einfach war. Kommt alle her, ihr könnt euch alle in die Mühle beißen. Ach du! Wie soll ich das bitte schon überleben? Okay. Ihr wolltet es doch nicht anders, seid doch ehrlich. Ihr wolltet genau das. Ach du Kacke, was macht denn hier eigentlich? Scheiße, ich bin gleich durch, ich bin tot, ich bin so was von tot. Okay. Nein. Ja, komm mal, jetzt mach mal auf hier. Ich muss gucken, ob da irgendwas ist, was ich irgendwie, was ich, ob ich da über den habe und dann mal irgendwie mal. Nein. Die streiten mich hier alle. Die auch nicht. Das ist hier nicht. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, aber die raus für mich. Nein, also hier ist gar nichts. Na gut, ich geh dann wieder raus. Wo war denn das? Na, das war hier. Hallo. Ja, jetzt ist mal gut hier. Lass mich. Hä? Ist es hier schon offen oder was? Ja, lecko Bio. Das ist Hochverrat. Okay. Gut. Ich probier's einfach mal mit der hier. Wobei die auch viel zu schwach ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Was soll ich jetzt machen?
Wow. Gut, okay, zugegeben, das funktioniert jetzt hier nur wegen Doom for Doom. Aber die Lösung war trotzdem relativ leicht. Wo geht's jetzt? Nein, hier war's nicht. Was ist jetzt hier für ein Raum? Ein Raum ohne Bedeutung. Das sieht sowas von ziemlich gut aus. Oh ja, war nicht. Wow. This is a useless room. Und das ist der Höllenraum. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich nehm dich. Und dann wird's. Einfach rein, das ist doch jetzt auch nicht alles. Ich muss, was ist denn jetzt hier? Hallo? Nein, gib mir dein Leben. Ach, da war was. Perfekt, so mache ich das. Du kleine. Ich muss halt schon wieder tot. Ha! Ach so, schau mal an. Ich hab euch alle eigentlich gesehen. Alle! So, was bist du jetzt? Egal. Das ist ein Schalter. Ach Mann, ey. Was auch immer die jetzt geöffnet hat. Die ganzen Gefahrenquellen hier. Perfekt. So. Keine Ahnung, ob das Schalter aufgeht. Schalter. Ich werde es jetzt mal an. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Der Raum scheint doch relativ gefährlich zu sein. Was zum Henken? Hä? Wir haben doch schon eine gelbe Karte. Dann kriegen wir noch eine. Oh. Blau, rot, gelb. Nice. Ich nehme mal an, dass wir alle fallen sind. So schnell wie die Dinger funktionieren, kommt man dann niemals im Leben runter. Ich lasse das dann jetzt nicht mal sein. Hier geht's ganz hoch weg. Ah, okay. Guck mal schnell, was im anderen Raum ist. Achso, das war der mit der kaputten Tür. Ist das was? Ja, da ist der, also ein Raum ist da. Aber der sieht nicht sehr bewohnt aus. Ach, gut, dann guck ich hier. Holy Fick! Ich wusste gar nicht, dass es hier offene Menschen gibt. LOL! Ah. Na gut. Was zur Hölle? Was war das? Das ist kein Secret. Das sieht aber so anders aus. Egal.
Hör doch Gelächter. Oh. Zweimal Unsichtbarkeit machen, das ist der Booster. Aha, da ist ein Lowcard. Apropos Blau. Nein, ich werde mal hier rein. Da will ich ja sehen, was es da war mit diesem Blau, Rot und Gelb. Das ist hier eigentlich streng genommen kein Safe Raum. Aber ich bin erstmal sicher. Okay, doch, ist ein Safe Raum. Wobei, na doch, man kann durchgehen. Ja gut. Passt zur Hölle. Oh. Hi. Wozu sind die hier? Achso. Warte auf mich! Nein! Was zur... Warum? Was ist denn, was habe ich denn falsch getan? Ich war immer zu allen. Vielleicht kann ich die nach da locken. Kommt der her? Oh, der kommt der näher. Ach du Kacke. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Typ will mir halt Leder. Jawoll. Ha! Guck mal, geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Ja. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht hoch. Sonst bin ich am Arsch. Na. Guck, wo ist denn der? Achso. Der hat sich wahrscheinlich wieder hier verfangen. Ach doch, nö. What the... Alter, die Kacke. Alter, ich bin hier... Was ist denn hier los in dieser Welt? So, hier ist jetzt der Affe, nee. Das ist jetzt hier. Ach du nein. Okay, lass uns den Schreck erstmal trinken. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Na gut, ich lasse den erstmal fromm und böse sein. Nee, ja, und ich komme so nicht an ihn ran. Ich muss auf den, ich muss den Zweitkampf ausholen. Okay. Warum? Ich hab doch, hab ich nicht? Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. So,
weil mir gerade einfällt, hier oben warten ja ein paar Gestalten auf mich. Hallo! Ist ja mein wohlbekannter Safe-Punkt. Das war jetzt auch noch als Safe. Oh, die müssen wir üben. Vielleicht hätte ich doch die Dinger erstmal nehmen sollen. Ja, ich höre schon. Das Monster. Nein. Warum hat sich versteckt? So, wollen wir hier ein bisschen Boni sammeln? Ist hier unendlich was mehr? Ja. Schade nicht. Ja, das da. Ja, gut. Hä? Was zum... Hier ist ein Secret. Kann ich beschallen. Ach, komm dran. Okay, ich bin doch beschallt. Ah, that makes sense. Die sind voll wachmütig, nicht wohl nicht wirklich. Also es ist nur ein bisschen Ammunition, ein bisschen... Na gut, und mehr gibt es ja auch gar nicht. Ach. Na gut, da oben ist noch ein Secret. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, guck mal. Ja. Da ist die gute Sache. Und ist das hier doch ein Secret? Wie kann man das aktivieren? Ha! Da war wieder einer useless Schalter. Wo war der? Hier. Da ist genau richtig. Die Barrikaden hier vorne. Alter, also gleich. Ja, aber nur noch, dass der Schalter ist. Der muss aber mit dem Secret zu tun haben. Vor allem schon noch ein Geschrei hier irgendwo. Aha. So, pick up the Rauskommt natürlich auch nicht. Doch.
Ach so, ja klar, hier unten. Ah, das ist scheiße. Ich muss jetzt diese Muster allesamt umbringen. Muss ich aber noch ein Secret. Ist noch ein Secret? Aha. Leute, fallen euch diese Berlinen hier auf, die hier zusätzlich drin sind. Ich sag mal so, das ist schon hardcore verdächtig. Haben wir jetzt auch über den Schalter aktiviert oder was? Oder wie jetzt? Gibt es doch nur einen Schalter. Ich kann doch nicht die ganze Welt darüber steuern. Das wäre moralisch verwerflich. Aber es klingt zumindest so, weil man hört doch in der Nähe irgendwie was klicken. Achso, da war die Tür hier, ja. Ach komm, okay. Dann werden wir dieses Mal wohl nicht alle Secrets und alle Dixer Monster mitnehmen. Das muss dem Motor reichen. Okidoki, wir sind so weit, so gut. Ich habe unten jetzt noch drei Dolls. Was ist das mit diesen Dolls? Kriegt man da auch irgendwas? Upgrades? Secret Movement? Nein, mir scheinbar nicht. Weapons kann ich mir nicht vorstellen. Power. Ach, du Doll. Rama Romeos. Also, Romeo ist einer der Chef, also Quatsch, ich habe ja. Der Mitbegründer von It Software. Und Ahmed, Dynamics, das plus 1000% Explosionsdamage. Okay. Nee, die Dinger muss man aber kaufen. Warning, Attract Fanboys on the account. Hä? Beeindruckt Fanboys von ja, schlechter Umgebung oder keine Ahnung, wenn man Bad Country übersetzt, also wortwörtlich. Ja, Country ist halt ein Viertel, aber eher sowas wie eine kleine Stadt. Ja, Bad ist halt schlecht. Egal, komm, ist mir alles sowas von egal. Werde ich mich mal die Tage mal durchlesen. Gut. Dann würde ich mal sagen, einen wunderschönen Tag noch. Bye bye.